EM-Fieber in Leipzig. Die letzten Vorbereitungen liefen am Nachmittag auf Hochtouren. Schließlich wollen die Freiluftbesucher beim Public Viewing ab dem Anpfiff ihre Spiele sehen können. Zum Beispiel im Bayerischen Bahnhof. Hier soll die Open-Air-Stimmung von Sportexperte Waldemar Hartmann und seinem Waldis-Club begleitet werden. Eventmanagerin Elisa Schumann verrät, worauf sich ihre Gäste freuen dürfen. Also neben Matze Knob, der ja sozusagen der Stammgast am Stammtisch ist, wird außerdem Harald Schmidt erwartet. Darauf freuen wir uns natürlich ganz besonders. Im Anschluss an die Spiele werden hier die Promis Platz nehmen und ganz in Waldi Hartmanns Manier alles analysieren. Für die Tribüne gibt es zum Preis von 7 Euro immer noch Tickets. Während im Bayerischen Bahnhof der Aufbau bereits vor Wochen begonnen hat, wurde in Leipzigs Kneipenmeile der Gottschiedstraße am Nachmittag weiter fleißig gebaut. Hier entsteht die Leinwand für die Fanmeile. Kneipenbesitzer wie Diego Uwe vom Mascarpone hoffen auf kräftigen Umsatz. Er freut sich auf eine gut besuchte Fanmeile vor der Haustür. Klar, das ist für mich positiv, das finde ich gut, das wird doch zu tun sein, verstehst du? Und dann ist es ein anderer Eileib, das ist schon gut. Wie und wo schauen die Leipziger heute Fußball? Bin nicht so der Public Viewing-Typ, gehe lieber zu Hause so im ruhigen Action, schön bei Bierchen und ein paar Snacks. Das ist mein Ding. Und zwar wollen wir uns eine schöne Bar aussuchen in Leipzig. Ich denke mal Karl-Liebknecht-Straße, dort die Ecke, wenn wir uns was Schönes suchen. Ich werde es mit Freunden von mir gucken, und zwar hier in der Gottschedstraße. Warum? Weil die Stimmung gut ist. Ich hasse Fußball, ganz eindeutig. Ich hasse auch Fußball in der Öffentlichkeit anzuschauen oder zu Hause oder überhaupt. Ich mag kein Fußball. Mehr Tipps auf unserer Homepage.